Dann kommt das fünfte Lektion jetzt. Das fünfte Lektion. Was ist das fünfte Lektion? Ramadan erinnert dich ständig an Allah. Das heißt, du bist im Fasten, Monat. Wie viele Stunden hast du dich jetzt mit Allah Zeit verbracht? Es gibt Menschen, der ist im Monat Ramadan, aber der war nicht mal eine Minute mit Allah. Obwohl Ramadan-Schule am Ende, der gibt dir einen Attest, der sagt, du hast 24 Stunden mit Allah verbringt. Auch sogar dein Schlaf ist mit Allah geworden. Alles ist mit Allah geworden. Guck mal, es gibt Sahur, es gibt die Gebete, Nachtgebete, Tagesgebete, Spenden, Koran, Itikaf, Dua, Fasten, Essen verteilen. Das sind einige Beispiele. Das heißt, in 24, guck mal, die Leute, die bereiten dort Essen für die Fasten, das alles mit Allah. Das heißt, du verbringst die ganze Zeit mit Allah Azza wa Jalla. Und trotzdem gibt es unter den Menschen, er nennt sich Muslim und sitzt jetzt gerade im Kneipe und trinkt und isst und macht Sünden. Und er hat nicht mal in Ramadan-Schule eine Minute für Allah Zeit gehabt. Meint ihr, Allah wird für ihn Zeit haben am jüngsten Tag für Belohnungen und für Überraschungen, schöne Überraschungen? Deswegen, Fasten ist vom Iman. Gebet ist vom Iman. Eltern, gutmütig sein, ist vom Iman. Weil es gibt Leute, die sie trennen das alles. Nein, das ist alles gebunden mit Iman. Wenn du Iman hast, wo ist dein Gebet? Wenn du Iman hast, wo ist dein Fasten? Wenn du behauptest, du hast Iman, wo ist deine gute Benehmen zu deinen Eltern? Oder meinst du, das hat nichts mit Iman zu tun? Alayhi salatu wassalam sagt, das Gebet, guck mal, das Gebet, das Fasten, das Zakat, und Emr bil Ma'ruf, vier Sachen, sie werden in Hand sein und werden den Diener umkreisen. Guck mal, die haben dich umkreist und führen ihn zum Paradies und schützen ihn vor dem Höllenfeuer. Das heißt, das Ramadan, das Fasten ist eine Erinnerung an Allah Azza wa Jalla. Ununterbrochen mit wem zu sein? Allah Azza wa Jalla zu sein. Lies bitte. Jetzt darf nicht mehr von deinem Herz und Zunge Allah fehlen. Warum fehlt immer noch auf deiner Zunge Allah? In deinem Herz immer noch fehlt Allah. Immer noch sagt er Disco, 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 Musik, Musik. Zunge singt immer noch Musik, Haram und so weiter. Und du bist in dieser Ramadan-Schule. Hallo, du bist in der Schule. Und er weiß nicht, dass er in der Schule ist. Es gibt Schüler, der geht in die Schule. Aber er macht alles, außer was mit Schule zu tun ist. Habt ihr bestimmt gesehen in eurer Schulzeit, Leute, der kommt in die Schule, Klassenzimmer, aber er ist mit allem anderen beschäftigt, außer mit der Schule. Stimmt oder nicht? Und so ist das im Leben. Guck mal, du bist reingekommen, Ramadan, und gehst du wieder raus von Ramadan. Und er war nicht mal eine Sekunde mit Allah Azza wa Jalla. Aber er nennt sich Muslim. Deshalb, liebe Geschwister, wie viel bist du ununterbrochen mit Allah Azza wa Jalla im Ramadan? Weiter. Du erreichst den Geschmack des Glaubens durch das Fasten. La ilaha illallah. Diesen Geschmack des Glaubens ist das Höchste, sagt alayhi salatu wassalam. Es gibt keinen höheren Geschmack auf der Erde, was existiert, als das Geschmack des Glaubens. Und den kann man erreichen durch drei Eigenschaften. Wer diese drei Eigenschaften besitzt, er hat das gekostet. Und wer diesen Geschmack zu sich genommen hat, er will sich niemals von dem trennen. Und einer dieser Geschmackshilfe ist das Fasten. Deswegen muss ich aufpassen, wie ich esse und trinke. Das Fasten soll mich mit Allah Azza wa Jalla festhalten und darf mich nicht vom Fasten ablenken. Lies, Achi. Achte auf dein Essen und Trinken. Warum? Schaut mal, was der Gesandte alayhi salatu wassalam sagt. Der Gläubige ist mit einem einzigen Mann und der Ungläubige ist mit sieben Männern. Könnt ihr das vorstellen? Wann hat er das gesagt, dieser Hadith? Und das ist ein wichtiger Hadith. Dieser Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, er hat Milch gebracht. Milch. Milch. Muslim nimmt von dem Gesandten und trinkt einen halben Schluck von diesem Milch. Kommt ein Kafir, der trinkt siebenmal. Siebenmal und ist immer noch nicht satt. Das ist der Unterschied. Das heißt, ihre Augen sind nicht satt, ihre Bäuche sind nicht satt, ihre Gelüste sind nicht satt, ihre Herzen ist im falschen Platz. Das ist der Grund. Wenn dein Herz im falschen Platz ist,
Auch dein Magen wird siebenfach Essen verlangen. Aber ein Muslim, der lernt in Ramadan, dass er gehört zu den Gläubigen und ist gebunden mit Allah Azza wa Jalla und ist in Genügsamkeit zufrieden. Reicht, Alhamdulillah. Warum esst du mit 10 Datteln? Reicht drei Stück, ja. Nimm ein Stück, drei Stück, maximal 5 Stück. Der isst die ganze Teller, dann hast du irgendwas Islam nicht verstanden. Guck mal, du musst Eigenschaft von Gläubigen haben. Meinst du, Prophet konnte sich auch nicht satt essen? Er sagt, das Schlimmste, was ein Mensch sich antun kann, ist, dass er seinen Bauch füllt mit Essen und Trinken. Das Schlimmste, was man sich gesundheitlich anrichten kann, ist, dass er sich füllt. Deswegen nimmt ein Drittel Essen, ein Drittel Getränk und ein Drittel für Atmen, für Luft. Und dann gibt er diese Beispiele. Gehen wir weiter, liebe Geschwister, das Unterschied in dieser Lektion, dass wir begreifen, Lektion 5, den Unterschied des Fastens. Lies bitte, Abdurrahman. Unterschied des Fastens von den anderen Anbetungen. Das heißt, es gibt so viele Anbetungen, es gibt über 80 verschiedene Anbetungen, aber diese Anbetung ist was Besonderes. Was ist das? Dass du hast ständig ununterbrochen Erinnerung an Allah. Durch diese hungrig bleiben, durch das Austrocknen der Gelüste, bist du ständig gebunden an Allah. Und wenn Nacht ist, dann bist du wieder gebunden mit Gebete, mit Dhikr und mit Ibadah und so weiter. Das heißt, es ist gewaltige Verbindung zu Allah. Deswegen sagt alayhi salatu wassalam in Hadith Qudsi über das Fasten, sagt alayhi salatu wassalam, dass Allah sagt, dass der Diener hat sein Essen, sein Trinken und seine Gelüste für mich weggelassen. Und ich werde ihn belohnen. Das Fasten gehört mir. Was heißt, das Fasten gehört mir? Ich habe das gestern Abend gesagt. Das Fasten gehört mir bedeutet, dass die einzige Anbetung, wo du das zu niemandem anderen machen kannst, außer zu Allah. Stell dir vor, du gehst zu Pharao, jemand kommt zu Pharao und sagt zu Pharao, ich habe für dich gefastet. Kann Pharao das überprüfen? Vielleicht hat er im Nebenraum noch was gegessen und dann kommt er vor Pharao und sagt, ich habe für dich gefastet. Kann er das nachvollziehen? Kann er nicht. Aber er kann vor ihm sich verbeugen, er kann ihm Geschenke bringen, er sieht das. Er kann das überprüfen. Aber Fasten kann keiner überprüfen außer Allah. Deswegen, Fasten ist eine Anbetung, was das Höchste was hat? Ikhlas hat. Das höchste Ikhlas erkennst du beim Fasten. Weil solange er das nicht ausspricht, der Diener, würde keiner wissen, ob man fastet, jetzt außerhalb von Ramadan, wenn man fastet zum Beispiel. Habt ihr verstanden? Deswegen Zeichen von Ikhlas erkennst du wann? Im freiwilligen Fasten. Ob er hat Ikhlas oder Augendienerei. Deswegen ist das eine Anbetung, das dich ununterbrochen mit Allah Azza wa Jalla in Verbindung gebracht hat, an Allah erinnert. Aber wie gesagt, es gibt heute Menschen, er denkt nicht mal eine Sekunde an Allah Azza wa Jalla. Erst am Tod. Erst wenn er tot ist und die Engel sieht, dann er sagt, oh, ich glaube an Allah. Jetzt, ich erinnere mich, ich hatte eine Aufgabe, ich musste ihm dienen. Ich möchte zurück und möchte das verbessern, was ich vernachlässigt hatte.